Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder hier rein. Was haben wir hier? Nach wie vor Mythic Bobby in Mamas Almoja Geheimnisschatulle. Ja, Mythic Bobby ist natürlich verlockend, aber Mamas Almoja Geheimnisschatulle bin ich jetzt nie so der Fan davon. Dann haben wir hier den Cognac Bender, Thunder Cocktails, Francine Smith, Beer Festival Wine Trio und Bill Daughtry und 5 AM Wine. Plus diese ganzen Combo Masteries hier. Ich bin von dieser Cognac Tire Box nicht so wirklich begeistert. Ich bin gespannt, was als nächstes kommen wird. Hier haben wir den Laser Gun oder die Space Tire Box mit Laser Guns, Dewey Pantry Guns, Philip J. Fry, Playing Express Schiff, Neil Goldman und Peter. Ja, diese, auch wenn diese Combos oder diese Karten hier natürlich in normalen Matches nicht so wirklich. Na ja, gut, Philip J. Fry ist geil, Peter ist geil, Neil Goldman ist geil, Pantry Guns ist ganz gut, Laser Guns, Dewey, Playing Express Schiff brauchst du jetzt nicht so unbedingt, aber die Combos, ja, sind jetzt auch nicht so der Bringer. Aber ihr werdet halt diese Kombos oder beziehungsweise diese Karten in Zukunft immer für diese BGEs brauchen. Aber ansonsten ist diese Space Tire Box jetzt nicht so der Oberhammer. Hier haben wir das Mythic Bobby Pack jetzt. Ist neu rausgekommen hier mit Mythic Bobby herumtorkeln, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Francine Smith, wieder eine Francine Smith, eine Hangover Nightmare, betrunkene Peggy. Was haben wir da hinten noch? Brian's Martini und der ganze Kram da, aber ja, Thunder Cocktails, wie gesagt, aktuell die Karte, die ihr euch unbedingt irgendwo zulegen solltet, also wenn ihr an die rankommen könntet, ist momentan mit einer der stärksten Supportkarten. Herumtorkeln natürlich, auch ziemlich cool. Ja, wenn man das jetzt mal hier weiter nach oben bringen würde, gehen wir mal ganz hoch, schauen wir mal, wie weit man die, naja gut, so ist sie gar nicht mal so stark, ne? Wenn man die jetzt nicht 1541, da hätte sie dann noch 7 oder 8 Gas und 7 oder 8 Blutsauger. Ah. Schau mal an das Myth, den Mythic Bobby kann man hier sogar nicht sehen. Also ich bin, dieses Pack ist natürlich cool, definitiv, ja, aber Francine Smith ist halt hier der Ober-Upturn, ja. Naja gut, das ist mal, da hast halt immer irgendwo Karten dabei, die nicht so berauschend sind. Thunder Party Box, allerdings hier nicht, Thunder Party Box mit Party All Time, Thunder Cocktails, Jellybean Schnaps, Party im Biertank, Eugene Belcher und Philip J. Fry. Ziemlich cool, auch Tropical Drinks und Chef Cat Munchies, auch ziemlich gute Pre-Combos. Also definitiv ist diese Box momentan somit meine bevorzugte. Hier haben wir jetzt heute den Baseball Peter. Was habe ich da jetzt bitte? So, Baseball Peter. Schauen wir mal da rein in den Baseball Peter, was der so aktuell drauf hat. So, ich bin mir nämlich aktuell gar nicht so sicher, wie sich das Ganze hier lohnt. Ich meine, hab den Baseball Peter auch schon ein paar Mal gespielt, so ist es nicht, ja. Weil er hat einen Stoß durch die Mauer und er hat dann dafür doch relativ viel Punch. Also du hast zumindest mal einen 37er Angriff und je nachdem, was da halt vor dir ist, kann das unter Umständen schon reichen. Ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt nicht der Oberknaller. Geht jetzt nicht, noch nicht Richtung 50, aber ist nicht schlecht. Hier unten natürlich mit der Mythic Peter Combo. Jetzt müssten wir allerdings mal wieder normal Fused Ones Level, um das so ein bisschen zu simulieren. Aber auch dort gerade mal 40 Angriff. Aber, wie gesagt, es gibt Situationen, da kann einem der Baseball Peter tatsächlich helfen und bei Sport-Events ist er nicht schlecht. Sherlock Mord
Also aber 500 Gems würde ich nicht verausgeben, nur um das kurz noch zum Ende zu bringen. Hier haben wir Mord und das ist halt wirklich die einzige Karte, die immer noch ein Grey ist, wird wahrscheinlich irgendwann auch in der Mythic-Version rauskommen, vermute ich einfach jetzt mal, das ist mal so eine Prediction. Hier mit Stance, Haunted House, Witch-Kostüm, Scary Mask und Book of Spells, Sherlock, Mord mit Revanche, Cripple, also Lähmen und Stoß durch die Wand. Also dafür 500 Gems auszugeben. So, Charts and Graphs. Die könnte unter Umständen schon ein bisschen interessanter sein. Die schauen wir uns jetzt mal als nächstes an. Da haben wir hier den Klaus. Wieder mal den Fisch. Den Ölm. So, gucken wir mal. Oh, das sind aber viele Kombo-Möglichkeiten. Also mit Dr. K. Ui, ui, ui. Dr. Cahill, Wozniak, Nerd Academy. Dann haben wir hier mit dem Principal Shepard, mit Quahog Preschool, Professor Baxter, Groff Community College, Henry Haber-Debater, Professor Lerner, Bending School, Dr. Banjo, Neil Goldman, auch in der Mythic-Version, James Woods High School, Stuffington Academy, Tom Landry Middle School, Mr. Front, Mrs. Labons und Student Lucky. Und je nachdem, was haben wir denn da auf der rechten Seite? Hier zum Beispiel bei Student Lucky hätten wir im First Punch, also wir hätten 25 Punch, wir hätten 19 Angriff, das heißt, wir wären hier schon bei 44, wir hätten noch 13 Motivieren nach rechts und links und du würdest Leben noch mit hinzubekommen, wenn eine Combo gespielt wird. Also das ist schon, muss ich sagen, das ist eine gute Combo. Definitiv. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ja, das ist eine gute Klaus-Heißler-Kombo. Ich bin ja schon weichgespült, ja. Es ist eine gute Klaus-Heißler-Kombo. Ja, alles okay. Nee, also ohne Scheiß, die ist wirklich gut. Hier mit Mrs. Labons gucken wir mal. Da hätten wir, also hier sind wir jetzt momentan bei 44 im First Hit. Was hätten wir denn hier noch? Was haben wir denn da anzubieten? 43 bei der Tom Landry Middle School. Ja, natürlich hier mit Neil Goldman in der Mythic-Version, aber das ist jetzt hier 44 nochmal mit Dr. Banjo. 45 mit Henry Haber-Debater. Ja, und ich glaube, das ist dann auch die stärkste Version, vermute ich. Oder haben wir noch irgendwas? Hier haben wir nochmal 41 mit Principal Shepard. Ja, und das war's. Also 45 tatsächlich hier mit Henry Haber-Debater, die stärkste Combo, die hier so am Stissel ist. Ja, also für die Klaus-Heißler-Spieler, das Ding hier würde sich wirklich lohnen. Ja, das ist eine gute Combo, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aktuell hier definitiv besser als die vom Baseball-Peter. Dann haben wir hier Softball Louise. Schauen wir uns auch die mal an. Ja, Leute, ich kann auch mal was zugeben, selbst wenn es mir schwer fällt. Aber wenn es eine gute Kombo ist, ist es eine gute Kombo. Fertig. So, also. Dann haben wir hier Lois Griffin und ja, auch diese Kombo hier, wenn wir die mal maxen. Hier 44. Da unten sogar 47 mit des Dingers, also sind nur zwei Kombo-Möglichkeiten, die man da hat. Einmal die Blurns Ball und einmal des Dingers. Und mit des Dingers ist natürlich deutlich viel stärker. Dann hast du 47 und hast noch eine 20er Revanche. Also Revanche für diejenigen, die noch am Anfang sind. Klar, wenn die Karte angegriffen wird von der anderen, dann haut die der jetzt 20 Schaden dann rüber. Ne? Also. Das ist also kein direkter Angriff, so wie der Punch. Der Punch ist ja aktiv. Das hier ist Passivschaden, bedeutet, gegnerische Karte greift an und kriegt dann automatisch 20 Schaden. So, dann haben wir hier oben, hätten wir eben 44 bei der Blurns Ball. 47 mit des Dingers ist schon ziemlich stark. Und wenn wir da jetzt mal 10% draufrechnen würden, dann wären wir bei 24 Angriff und bei 27 und 28 Punch.
So, 27 Punch. So, plus 4. Da wären wir schon bei 51. Da sind wir schon fast in Mythic Louise-Reichweite. Ja? Also hier, wer dieses Softball Louise hat und das Ding ist, oder Blurns Ball. Bei Blurns Ball, ja, könnt ihr euch wirklich überlegen, ob ihr da mal 10, also einmal die Steine oder sogar dreimal die Steine für 20% holt. Das sind echt durchaus gute Kombos für diejenigen, die diese Karten spielen. Ja, also heute, ja, schwer zu sagen jetzt, ne? Also wir haben, welche Karte ich jetzt den Vorzug geben würde, beim Klaus Heißler haben wir natürlich deutlich viel mehr Kombo-Möglichkeiten als bei der Lois-Kombo. Ja. Ich persönlich mag die Schulekarten sowieso lieber als die Sportkarten. Also ich wäre bevorzugt momentan bei der Klaus-Kombo. Wobei ich sagen muss, dass natürlich, wenn man das damit des Dinges hat, die Lois, ne, dann ist das natürlich mega First Hit tauglich. Ja, und wenn du die dann einmal ausspielst, hast du in der Regel, wenn nicht irgendwas total schief geht, hast du in jedem Rumble-Match deine 100 Punkte. Also nur, wie gesagt, wenn du sie gleich am Anfang kombinieren kannst und ausspielen kannst. Ne? Also das sind Matches, wo du in der Regel 100 Punkte holen wirst. Ja. Zumindest mal. Wenn du jetzt nicht gerade in der Top 50 Gilde bist. In der Top 50 Gilde könnte es, oder wird das natürlich dann auch schwer. Aber in allen anderen normalen Gilden darunter hast du damit normalerweise den First Hit. Ne? Also sprich, spielt ihr Lelois mit des Dingers, holt euch am besten gleich dreimal das Ding, habt ihr den Klaus Heißler, spielt ihr den gerne mit so vielen Schulekarten, macht das auf jeden Fall Sinn, da eben auch noch was reinzuballern. Ja, wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.